So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke. Ich habe wahrscheinlich noch einen kleinen Samyang-Mund, Samyang-Lippenstift, denn ich habe vorgestellt beim letzten Mal diese Samyang-Nudeln hier, wo ich dann enttäuscht war, nicht nur weil ein Viererpack teurer ist als ein Fünferpack, sondern weil das hier wie Stew-Type trotzdem auch eigentlich eher eine Samyang-Suppe ist. Ich habe die in der letzten Folge trotzdem genauso gemacht, wie ich alle anderen immer mache. Wasser in Wasserkocher über die Nudeln gießen, wenn die Nudeln ein bisschen weich sind, das Wasser abgießen, die Nudeln auf den Teller und dann mir die scharfe Soße und den Beutelchen mit Algen und sonst was und Sesam, was da meistens dabei ist, dann auch noch drüber das vermischen oder bei den Cheese halt das Käsepulver, sodass ich schön Nudeln habe zum Essen, aber keine Nudelsuppe. Die soll man ja eigentlich anders machen. Die habe ich nicht anders gemacht. Die werde ich aber jetzt anders machen. Ich werde mich genau daran richten, danach richten. Hier sieht man also einen Topf mit Wasser und die schmeißen alles in diesen Topf mit Wasser rein. 550 Milliliter. Dafür gehen wir jetzt hier rüber. So, hier sind 550 Milliliter drin. Die kochen jetzt auf. In der gleichen Zeit möchte ich aber schon mal die Nudeln hier rausnehmen. Das sieht jetzt alles genauso aus wie vorhin. Nur dass ich diesmal die Tütchen mit der Soße, mit dem Öl, mit dem Fleisch, alles auch hier mit reinmache. Und danach die Nudeln nur noch mit dem kochenden Wasser übergieße, dass das alles eine Suppe ergibt. Das heißt, wir gießen jetzt erstmal das Öl drüber. So. Hier wird ja nichts abgegossen, da wird kein Wasser abgegossen, das wird alles so genommen, wie es ist. Jetzt nehmen wir hier mal diese Fleischstücke, diese Fleischreste, alles was hier rauskommt, was wir auch hier drauf werfen. Ungefähr so. Und dann natürlich die scharfe Chili-Soße, die typische Samyang-Soße, die hier in der Version aber trotzdem irgendwie auch ein bisschen anders schmeckt. Es ist halt kein normales Samyang, es ist halt was anderes. Also das schmeißen wir jetzt auch drauf. Eigentlich tut mir das in der Seele weh, wenn ich diese leckere Soße hier drauf mache und weiß, dass ich da gleich ganz viel Wasser dazu gebe und das einfach total flüssig und dünn wird. Ich mag die Soße eigentlich so, wie sie ist. So schön mousseartig. So esse ich die immer auch an meinen Samyang-Nudeln. Aber egal, jetzt ist das Ding hier auch schon fertig. Das ging auch richtig schnell. Das kippen wir jetzt hier drüber einfach. Jetzt seht ihr schon, das Nudelnetz schwimmt in einer braunen Brühe durch die Gegend. Und das wird jetzt einfach nur ein bisschen rumgemacht. Das wird jetzt rumgemacht, bis die Nudeln weich werden, das Nudelnetz hier dann auseinanderfällt. Aber ansonsten habt ihr da jetzt das ganze Öl drin. Ihr habt diese Fleischbrocken drin, ihr habt die Soße drin. Und das füllen wir dann, wenn es ein bisschen weich ist, alles in eine Schüssel, essen das aus der Schüssel, dass ihr das seht. Jetzt ein bisschen ziehen lassen. Vor allem genial, wie sich das ganze Fleisch sich einfach auf die Nudeln setzt. Alles läuft durch, aber das Fleisch bleibt auf den Nudeln. So, jetzt haben wir es ein bisschen ziehen lassen. Und wie ihr seht, habt ihr jetzt hier einfach so eine Nudelsuppe mit trotzdem ganz vielen Nudeln drin. Deswegen füllen wir das jetzt einfach hier rüber in die Schüssel. Richtig öliger, schmieriger Topf. Da ist noch ein Fleischbrügel drin. Jetzt ist er raus. Genial. Und das nehmen wir jetzt mal mit. Das werden wir jetzt mal kosten, wie das jetzt schmeckt. Diese Samyang-Suppe, die wir gemacht haben. So, da sind wir also mit unserer Suppenschüssel. Guckt euch das mal an. Sieht das nicht gut aus? Die Samyang-Suppe, jetzt neu. Von, ich kann es immer noch nicht lesen, kann es ja im Titel stehen. Zwei Päckchen habe ich auf jeden Fall jetzt noch übrig. Eins für die Shenaya, eins für den Bierschanga, dass die das auch mal probieren. Ich werde vorher nicht sagen, wie ich das gemacht habe. Mal gucken, bei Shenaya wird man sicherlich ein Video dann davon finden. Mal schauen, wie die das zubereiten und essen und wie es denen dann geschmeckt hat. Jetzt haben wir diese schöne Glasschüssel, die habe ich mir ja letztens aus dem Pfennigpfeifer geholt. Jetzt können wir hier rein und das ist genau das, was ich hasse. Das sieht schön alles rot und feurig aus, aber sobald ich eine Nudel nehme und anhebe, erstens schmiert alles runter, weil jetzt alles mega flüssig ist und zweitens sind die halt total jetzt weiß.
Deswegen hasse ich Nudelsuppen. Deswegen fand ich das besser, dass man einfach das Soßen, die Soßen, die Soße und das Pulver und alles andere direkt auf die Nudeln drauf knallt, ohne Wasser, damit das dran heftet und ihr schön den ordentlichen Geschmack habt. Weil so bleibt das meiste ja einfach unten. Wir probieren jetzt trotzdem mal die Nudeln. Schmeckt halt jetzt gefühlt nach gar nichts. Ich schmecke die Nudeln, kann auf den Nudeln rumbeißen. Die Schärfe ist eigentlich gefühlt voll weg. Vorhin war es auf jeden Fall schärfer als jetzt. Mal ein Stück Fleisch dazu. Das ist wirklich was, wenn ich es jetzt so probieren, so gerade essen und so habe, würde ich sagen, lohnt sich gar nicht. Würde ich auch nicht nochmal neu, würde ich nicht nochmal kaufen, würde ich nicht nochmal essen. Das ist ja wie Nudelsuppe bei der Oma, ne? Wo vielleicht ein bisschen Pfeffer dran ist oder so, aber typischer Samyang-Geschmack, gar nicht mehr da. Auch ansonsten die Nudeln total weich, alles schlabbert nur rum, schlabbel, wabbel, hin und her. Finde ich leider nicht mehr so toll. Sieht immer noch richtig gut aus in der Schüssel, wenn man das rummacht. Aber es ist halt einfach kein Geschmack mehr da. Es ist einfach komplett weg, was ich sehr schade finde. Das können wir mal probieren. Normal, wenn man also dann versucht, das Nudelwasser ein bisschen zu trinken. Hat irgendwie trotzdem auch denselben Geschmack, weil diese schöne, dickflaumige Soße, die heftet, komplett zerstört wurde. Du hast jetzt nur irgendeine komplett wässrige Note von irgendwas, wo nichts wirklich durchkommt, alles aber extrem ölig und fettig gerade ist und nee, sorry, gefällt mir leider gar nicht. Also wenn die das so machen, dann bitteschön. Ich hoffe mal, sie gucken nicht hinten drauf und denken, ach, ich weiß ja, wie man das macht. Die Sachen dann einfach auf die Nudeln geben und machen es so, wie ich es normal gemacht habe oder in der ersten Folge. Kein Samyang-Feeling. Kein Samyang-Feeling, kein Samyang-Geschmack. Schmeckt einfach nur wie eine herkömmliche Nudelsuppe, die ein bisschen gepfeffert ist. Tut mir leid, das werde ich so nicht mehr machen. Auch bei Stewtype muss man so essen, ohne das in Dings zu verdünnen. Ich glaube, von Stewtype hatte ich sogar auch 2 Folgen hochgeladen extra. Ansonsten kennt ihr das? Habt ihr das schon mal probiert? Ich freue mich jetzt auf die Habanero Lime. Weil das sind bestimmt wieder richtige, aber mit einem richtig tollen Geschmack. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.